Ich habe sogar ein Logo, ich bin so glücklich, dass ich ein Logo habe. Das ist ein sehr schönes Logo. Das Logo sagt eigentlich auch alles aus. Es ist tatsächlich Katzenaventurien, ja, also ne, DSK, DSA mit Katzen quasi, Helden auf vier Pfoten. Das ist tatsächlich, bleibt die Frage, okay, was für Katzen, groß, klein, dick, dünn, was machen die da? Kurz gesagt, worum geht's? Es geht um tatsächlich den gestiefelten Kater in Arvena. Um das ganz einfach zusammenzufassen, das heißt, wir spielen in Aventurien und wir spielen Katzen. Und zwar Katzen, die tagsüber Hauskatzen sind oder Straßenkatzen, Mäuse fangen, viel schlafen, Unfug anstellen, das, was Katzen halt so machen. Und nachts, wenn Menschen schlafen oder im Dunkeln einfach nichts sehen können, also deutlich weniger als Katzen zumindest, schnappen sie sich ihre Klamotten oder machen Küchenmesser oder so, schleichen sich raus und gehen auf Heldentaten. Ja, das ist gerade in Arvena eine super Position dafür. Erstens, damit hat alles angefangen. Damals, lang ist es her, die erste näher beschriebene Location für DSA und eine Stadt, in die sehr, sehr viel Bandbreite bietet. Das ist eine große Stadt, es gibt tausende von Katzen da mit Sicherheit. Nicht alle sind aufrechtgehend und intelligent, aber doch einige hundert zumindest, die da ihre kleine Subkultur quasi gegründet haben. Und ja, Arvena bietet da entsprechend eine wunderschöne Location für. Das sind also richtige Katzen, ja, also von der Größe her, so 60, 80 Zentimeter, mit opponierbaren Daumen, wenn sie wollen. Und was kann ich damit spielen? Ich meine, eine ganz wichtige Frage bei einem Rollenspiel. Das heißt, was für Konflikte gibt es, was für Herausforderungen gibt es, wie kann ich als Spielleiter Plots bauen? Das ist erstmal natürlich ganz basic. Katzen unter sich. Ja? Also wenn es einige hundert Katzen gibt, Katzen sind sehr individualistisch, die bilden keine Hierarchien aus, dass es irgendwie den Katzenkönig gibt oder sowas, ja? Sondern das ist entweder sind das Einzelne oder die bilden Rudel, die dadurch sehr fluktuieren. Entsprechend ist da auch immer Action drin. Ja? Es geht um Dinge, es geht um Besitz, es gibt auch Territorien, die von einzelnen Katzenrudeln quasi besetzt werden und so weiter und so fort. Da bietet sich also sehr viel Volumen hinter. Wir können nachher mal so ein paar Beispiele NSCs auch anschauen, was wir uns da schon so gedacht haben. Es gibt Hunde, sowohl normale als auch einige wenige, sagen wir mal, Erwachte, also auch welche mit Bewusstsein. Und natürlich die Menschen. Die Menschen sind sowohl Segen als auch Fluch für die Katzen. Segen, weil also grundsätzlich gilt, Menschen sind sehr groß, relativ kräftig und ein bisschen doof. Durch ihre eher beschränkten Intellekt sind die aber auch sehr unberechenbar. Ja, der gleiche Mensch, der einen vormittags streichelt, wirft einen nachmittags mit Steinen. Der mag einen zuerst füttern und dann, wenn man gerade nicht hinschaut, die Jungen wegklauen und in den nächsten See schmeißen. Alles schon passiert, deswegen ist Menschen nicht zu trauen. Daher gilt das einzige Regel, also Katzen halten sich an keine Gesetze, zumindest keine, die sie selber gemacht haben. Naturgesetze schon, ja, aber alles andere wird dann irgendwie eng. Es gibt ein Gesetz, das besagt, lasse einen Menschen niemals wissen, dass du schlau bist als er. Weil das schlimme Dinge zur Folge hat für alle Katzen. Deswegen ist das einzige Regel, an die sich wirklich alle halten. Das Gute ist, dass Menschen überhaupt nicht erwarten, dass Katzen schlau sind. Deswegen, und in Arvena, es ist eine Stadt, in der es Feen gibt und Biestinger und Geister. Das heißt, wenn man ein kleines Ding durch die Gegend laufen sieht nachts mit einem Hut auf, dann ist der Gedanke, es ist bestimmt eine schlaue Katze, relativ weit weg. Ja, das heißt, es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, die der Menschen zuerst in den Sehen kommt. Und wenn man mal gefangen wird, dann legt man sich auf den Rücken und sagt, mau. Ja, guck mit großen Augen und dann fragt sich der Mensch nicht, warum hat sich diese Katze eine Hose angezogen, sondern wer hat dieser Katze eine Hose angezogen? Das sind also so kleine Rahmen. Was das für kleinere Abenteuer, für kleine Konfliktplots ist sowas super. Wir haben dann, wenn man ein bisschen weitergehen will, die Stadt selbst natürlich, Arvena, die viele verschiedene Locations bietet, die auch Locations bietet, die zum Beispiel in der sagen wir mal, DSA-Arvena-Beschreibung so nicht vorkommen. Es gibt viele Dinge, die sind für Menschen unglaublich wichtig. Ja, so was, wo ist der Fürstenpalast? Wer hat das Sagen? Ja, wer ist da? Gibt es einen Vogt oder einen Ratsherrn oder einen Bürgermeister oder was auch immer? Das ist für Katzen völlig irrelevant. Ja, was Menschen da so treiben, ja Gott, die haben diese kleinen Metallscheiben, damit machen die irgendwelche komischen Geschäfte. Das macht relativ wenig Sinn für die meisten, deswegen ist es irrelevant. Aber wo der Fischmarkt ist, das ist interessant. Und wer den kontrolliert, ja, oder ob jemand eine Kuh im Stall hat, die Milch gibt, das ist interessant. Ja, ob es irgendwo Spielzeugmacher gibt, die Puppenkleidung herstellen. Das sind Bereiche,
da geht die Post ab. Ja, darum wird auch gestritten, ja, weil Kleidung, also man kann Menschen, also Menschen sind unglaublich praktisch, weil die Sachen herstellen und rumliegen lassen, die man sich also einfach nehmen kann. Aber Kleidung ist ein Problem, weil Menschenkleidung passt den meisten Katzen logischerweise nicht. Für Babys vielleicht, aber wer will immer rosa tragen? Und deswegen sind Puppenmacher sehr interessant. Also entsprechend, es gibt eine kleine Puppenmachergasse, die entsprechend hart umkämpft ist. Natürlich von verschiedenen Rudeln, die natürlich großes Interesse daran haben, an sowas anzukommen. Aber wie gesagt, es gibt noch die neben der Stadt selbst, die halt entsprechend Locations hat, die für Katzen interessant sind. Gibt es noch die Unterstadt. Die Unterstadt ist für Katzen so ein bisschen... Also wer sich in Havena nicht so auskennt, ein Teil der Stadt ist überflutet worden vor einigen hundert Jahren. Liegt immer noch halb unter Wasser, also überhaupt nicht Ruinen. Das heißt, es ist das Wort Wasser gefallen und somit ist das ein Problem, weil die meisten Katzen mit Wasser, also gerade mit größeren Wasserflächen, jetzt nicht so die Freude haben. Es gibt da einzelne Ausnahmen, aber nichtsdestotrotz kann die Unterstadt durchaus interessant sein, nicht nur für Menschen, sondern auch für Katzen. Also natürlich auch unter Umständen spannende Dinge zu finden, von Fisch mal ganz abgesehen. Es gibt die Unterwelt, wenn man das so nennen kann, also die Kanalisation, teilweise verlassene Kellersysteme. Havena ist eine sehr alte Stadt, die immer wieder, gerade auch durch die Überflutung, immer mal wieder um und überbaut wurde. Entsprechend finden sich da viele Orte, die auch für Menschen überhaupt nicht erreichbar sind, weil man dafür halt maximal 40 cm groß sein kann, damit man da reinkommt. Und das sind Territorien, in denen sich auch viele interessante Dinge finden lassen. Auch Wesen, die halt keine Katzen oder Hunde sind, die da ihr Unwesen treiben. Zu guter Letzt hatte ich schon angesprochen, Havena ist auch eine Stadt der Geister und der Feen, die sicherlich auch einen etwas anderen Umgang mit Katzen vermutlich haben als mit Menschen. Katzen haben ja, das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, also die Wanderer zwischen den Welten, die auch irgendwie sowas Jenseitiges haben. Da komme ich später nochmal zu bei den Professionen. Das ist durchaus auch ein Thema, auch ein interessantes Thema, dass man mit Katzen deutlich besser bespielen kann als mit Menschen. Schätze ich mal. Behaupte ich einfach mal ganz frech, sonst wäre es halt die Sinnlos, was ich hier gerade mache. Eine typische Veranstaltung von Katzen, wenn es Nacht wird und man einen Ort gefunden hat, wo Menschen normalerweise nicht hingehen. Zwischenböden, Keller, Speicher. Wir haben jetzt so einen typischen Tanzschuppen irgendwo unter einem Dach. Sehr beliebt auch Zwischenböden von Gaststätten zum Beispiel, wo Musik gespielt wird, weil man das dann ja nicht selber machen muss. Es gibt Katzenmusikanten, so ist nicht, sieht man ja hier mit der Violine. Ein in Albernien, habe ich mir sagen lassen, ein durchaus verbreitetes Instrument. Aber mit dem Gesang hapert so ein bisschen. Sie sind motivierte, aber nicht kompetente Sänger. Deswegen freuen die sich, wenn andere das für sie übernehmen. Menschen machen das. Eine der wenigen Dinge, die Menschen wirklich gut können, außer Dinge herstellen, ist Musik machen. Das ist natürlich für Katzen super. Gut. Es ist natürlich nachdem, was kann man spielen? Auf der einen nach dem Sinne von, was für Abenteuer kann ich erleben, was für Aufhänger kann ich verwenden, ist die zweite Frage natürlich, was kann ich denn da spielen? Wir haben für das Grundregelwerk, also grundsätzlich ist es erstmal ein Grundregelwerk geplant, aber da komme ich gleich nochmal zu, haben wir eingeplant für Havena 3 Rassen, 3 Kulturen, 16 Professionen. Ich habe ein paar Beispiele zusammengestellt, um mal zu gucken, was es da so alles gibt. Fangen wir mal vorne an. Der Klassiker, der Stubentiger, ist als Rasse Arania. Arania sind die eine der. Es ist nicht ganz überraschend, dass natürlich für DSA ausgiebige Beschreibungen von Katzen gibt. Ja, es gibt für alles Beschreibungen in Aventurien, deswegen gibt es auch für Katzen. Es gibt 7 oder 8 verschiedene Katzenrassen, die beschrieben sind, in der alten Zobot zum Beispiel. Konnte ich mich da sehr gut bedienen. Also das heißt, alles lässt sich durchaus auch in den Aventurien-Hintergrund integrieren. Die Arania ist die älteste Rassekatze überhaupt in Aventurien, kommt, wie der Name andeutet, aus Aranien und ist unter wohlhabenderen Menschen durchaus das Haustier beliebt. Entsprechend, die Kultur ist die Hauskatze. Hauskatzen sind sehr menschenaffin, die haben Menschen gut dressiert teilweise, die können Menschen lesen, die können ungefähr verstehen, was die von einem wollen, auch wenn die mit der Sprache teilweise Schwierigkeiten haben. Lassen sich in der Stubentiger als Profession lebt tatsächlich von den Menschen. Der lässt sich aushalten. Ja, der weiß, wie man mit Menschen umgeht,
der weiß, was man Menschen geben muss, damit sie zufrieden sind, aber auch, was man mit ihnen tun muss, damit sie tun, was sie sollen. Von daher haben die eigentlich ein ganz solides Leben, solange sie jemanden haben, der das macht. Wenn der Mensch irgendwann mal das Zeitliche segnet, wird es dann ein bisschen schwieriger, aber so lange ist alles gut. Als zweites haben wir hier den Dachtänzer. Das ist eine Scheunenkatze. Scheunenkatzen sind so das typische Beispiel für den Mischling, so wo alles drin ist. Ja, unterschiedliche Körpergrößen, unterschiedliche Fellfarben und Fellzeichnungen. Von der graue Tigerten über die Glückskatze, also diese weißen mit Ocker und Schwarz, oder hier schwarz mit weißen Pfoten, ist alles mit dabei. Das ist quasi so der Standard. Ja? Die Standardkatze ist die Scheunenkatze. In der Kultur Straßenkatze, lebt also auf der Straße hauptsächlich. Das können Mäusejäger sein, Müllwühler, die also eher von den Abfällen leben, Bettler, die also eher so Menschen auf der Straße anschnorren oder beklauen, oder Dachtänzer, die das Beklauen zur Kunstform erhoben haben und weniger auf den Fischkopf, auf den Abfallhaufen setzen, sondern eher auf schöne Dinge. Allgemein gilt, Katzen haben keine Währung, weil die für sowas keine wirkliche Verwendung haben, sondern Katzen mögen, abgesehen von Dingen, die man essen kann und Dingen, die nützlich sind, schöne Dinge. Ja, bunte Dinge, die sich bewegen, Dinge, die Geräusche machen, am besten alles drei. Bunte Dinge, die sich bewegen und Geräusche machen, das ist sogar das Maximum. Und wenn die selten sind, noch besser. Ja, also sagen wir mal, ein exotischer Ziervogel ist der Jackpot. Ja, damit kann man richtig, ja, das ist ein Tauschgut, damit kann man richtig gute Geschäfte machen. Es gibt eine Standard, tatsächlich gibt es sowas Ähnliches wie eine Währung, die aber in dieses Konzept reingehört. Es gibt, es ist einmal eine Ladung von Messingglöckchen angeliefert worden, von Winsalt aus, von einer Manufaktur, die eine Prägung hatte, ein C von dieser Manufaktur, und da die meisten Katzen nicht lesen können, sind davon ausgegangen, dass es ein Symbol für einen Mond ist, deswegen ist das Ding Mondglocke. Und davon sind in Avena eine bestimmte Menge kursieren da, die machen Geräusche, die sind super, die sind schön handlich, die sind stabil, die gehen nicht kaputt. Also eigentlich die perfekte Währung, und deswegen ist so der Tauschstandard ist die Mondglocke. Ja, darüber läuft alles andere. Gut, wie man sieht, ist Besitz auch eine sehr subjektive Angelegenheit für Katzen. Es gibt den Besitz, den man selber hat, der ist wichtig, das ist meins und von niemand anderen. Und es gibt den Besitz von anderen Leuten, das ist eher offen. Ja, das ist so lange Besitz, wie sie es wirklich in den Pfoten halten. Ansonsten wird das sehr fließend in die eigene Richtung vorzugsweise. Zu guter Letzt, als Beispiel, als Rasse, das Figunsbärchen, klein, kompakt, meistens mit weißem Fell, teilweise auch als Mischling mit Einschlägen dabei. Als Kultur haben wir den Tiefling oder die Tiefenkatze. Das sind Katzen, die in der Unterwelt, also in der Kanalisation leben, die von den anderen Katzen so als Barbarensippen verstanden werden, sich selbst aber eigentlich für das größte Geschenk an die Katzenheit halten, weil sie die einzigen sind, die auch tagsüber Kleidung tragen. Weil unten eh kein Mensch vorbeikommt und in der Kanalisation Tag und Nacht höchstens vom Wasserstand irgendwie dargestellt wird. Ansonsten ist es einfach irrevant. Dadurch haben die halt ein anderes Verständnis von der Welt, weil sie halt mit Menschen einfach nichts zu tun haben normalerweise, sehr, sehr wenig. Sehr klassische Profession bei den Tieflingen sind Rattenfänger. Die Jagd auf Ratten ist nicht nur Nahrungsquelle, sondern auch fast was Religiöses. Es gibt aber auch unter denen Müllwühler, Dachtänzer etc. auch. Da ist das also durchaus gemischt. Insgesamt, wie gesagt, 16 Professionen sind geplant, wobei man auch eigene machen kann. Das wird also technisch auch durchaus möglich sein, dass ein kleiner Kasten, wie mache ich mal selber welche, beziehungsweise wie kann ich über dieses Professionskonzept verzichten. Das ist so ähnlich bei DSA 5, aber etwas einfacher gestaltet. Und es gibt neben den, sagen wir mal, Mundanen auch vier, sagen wir mal, übernatürliche. Es gibt da keine klare Trennung, wie ist es göttlich, ist es magisch, was wir von DSA kennen, was wir in Turing kennen. Katzen haben da keine Unterscheidung für. Die verstehen das Konzept auch nicht, dass es irgendwie zu trennen ist. Tatsächlich haben die auch keine Götter. Das wäre auch verrückt, weil wie kann es etwas geben, was besser und schlauer ist als Katzen? Das macht da keinen Sinn. Also kann es, wenn es etwas besser ist als normale Katzen, sind es einfach andere Katzen. Da
Das sind die Katzenahnen, die vor langer Zeit existiert haben. Die waren vielleicht mächtiger und größer. Die haben auch den Menschen dazu gebracht, diese Stadt zu bauen. Und die haben die Welt erschaffen und das Licht an den Himmel gebracht. Aber im Endeffekt waren es Katzen. Ja? Und davon stammt man ab und davon leitet man sich auch ab. Und Katzen, die eine besondere Affinität zu diesen Ahnen haben, die können hoffen, von diesen Ahnen auch beschenkt zu werden. So wie Eltern ihre Kindern etwas schenken oder irgendwelche Gaben mitgeben. Damit kommen wir zu den, es gibt sechs von diesen ersten Ahnen, also von denen alle anderen Katzen abstammen. Es gibt drei Mütter und drei Väter, die uns als DSAler vielleicht bekannt vorkommen. Es gibt erstmal Noti. Noti ist die nährende Katze, die Mutter, die pflegende Mutter. Das heißt, wir haben als typische Aspekte ist auch die Lehrerin drin, ist die Heilerin drin. Es gibt Rondra, das ist eher so die beschützende Mutter, aber auch die zornige, die halt auch sich aus reiner Wut auf Hunde stürzt. Ja? Oder auch die schützende, die halt ihr Wurf versteckt. Und zu guter Letzt Aphasma, das ist so die Femme Fatale unter den Katzen. Das ist die Tänzerin, das ist die Schicksalshafte, das ist so Glück und Unglück. Liebe, Selbstliebe, das ist das Spiel, auch das Quälen, was Katzen ja ein fließender Übergang sein kann. Von daher ist die so ein bisschen ambivalent. Alle drei haben entsprechende Ahnenkinder oder Ahnen, ja, je nachdem, es müssen nicht nur, also nicht nur Katzen, es können auch Kater sein, die ihnen nachkommen, aber die haben entsprechende Ahnenkinder. Das ist sozusagen so der Zauber oder der Geweihte unter diesem Konzept. Bei den Herren sieht es ein bisschen dünner aus, was die Ahnenkinder angeht. Auch da, es gibt drei Stück. Es gibt Praios. Praios war früher mal durchaus ein großer, strahlender Held und Krieger. Aber mit der Zeit ist er faul und fett geworden und verbringt hauptsächlich Zeit damit, in der Sonne zu liegen. Weswegen es sicherlich auch Ahnenkinder von Praios gibt, so ist es nicht. Man erwartet noch nichts von denen. Das heißt, man erwartet nicht, dass Praios denen irgendwelche Geschenke gibt oder denen irgendwelche Gaben zukommen lässt. Es mag sicherlich Kater geben, die hingebungsvoll diesem Vorbild folgen, aber da kommt halt nicht viel bei rum. Der zweite ist der Wanderer. Das ist so ein streunender Kater quasi. Der war mal da. Man weiß aber nicht viel über den. Also man weiß, der hatte auch was mit den Ahnenmüttern, so ist das nicht. Die sind da auch, Katzen sind sehr, sehr offen. Es gibt ja keine festen Zweierbeziehungen oder sowas. Ja? Deswegen ist es auch so ein bisschen matriarchalisch an vielen Stellen, weil halt die Mütter die sind, die Familie führen, während die Väter irgendwo, wenn man Pech hat, irgendwo verschwunden sind. Das ist beim Wanderer ähnlich. Deswegen, man weiß nicht, wie der aussieht. Der wird immer irgendwie so als grau wabernd dargestellt, weil man einfach keine Vorstellung hat. Der hat mit Sicherheit einen Namen, der hat auch ein Aussehen. Man weiß es halt immer einfach nicht. Und zu guter Letzt, so der alte Mann unter den Ahnenvätern, wobei die alle alt sind, ist Zerzal. Zerzal ist so der Jäger im Dunkeln. Der ist auf der anderen Seite auch so der Übermittler zwischen dieses und jenes. Also er bringt kleine Tiere um und bringt sie ins Jenseits, quasi, also quasi zwei in einem, und ist daher auch so ein bisschen der Mystiker. Manche Katzen würden vielleicht auch sagen, der Irre unter den Ahnenvätern. Sollte man den Leuten nicht sagen, die selber Zerzalskinder sind, das ist auch der einzige Vater, der Gaben verteilt an seine Kinder. Gut, ich glaube, damit haben wir zumindest mal so eine ganz grobe Vorstellung vom Hintergrund. Was spiele ich da an Charakteren? Was kann ich damit machen? Wie sieht der Hintergrund so ganz grob aus? Kommen wir mal zu den Regeln. Die Regeln sind nicht wirklich überraschend. Ja, seien wir ehrlich, ich habe DSA 5 mitgebaut. Ich halte DSA 5 schon für einen geilen Scheiß. Nicht an allen Stellen perfekt, für alle Gelegenheiten, ganz ohne Frage. Weil das eine andere Gelegenheit ist, eben als DSA, also dadurch, dass der Spielfokus so ein bisschen anders liegt, habe ich auch die Regeln modifiziert. Die sind ein bisschen, noch mal ein bisschen einfacher, die sind ein bisschen detailärmer. Es ist immer noch, also wenn man DSA kennt, also ob es nur 3, 4, 5 oder 2 oder was auch immer ist, man wird es erkennen. Ja, das gibt der Charaktere, besteht immer noch aus Eigenschaften, Talenten, Sonderfertigkeiten, Vor- und Nachteile, das sind so die üblichen Bauteile. Die heißen immer noch ähnlich. Es gibt weniger Talente, weil viele Dinge braucht eine Katze jetzt eher nicht so.
Ja, viele Sachen sind zusammengefasst, aber es ist immer noch erkennbar. Wenn man so einen Charakterbogen in der Hand hat, weiß man, wie man den bedient, sagen wir mal so. Ja, ich habe die 3W20 Pro, also dieses Konstrukt aus 3W20, 1W20 rausgeworfen, ersetzt durch ein 2W20 additives System. Das heißt, ich habe einen Mindestwurf, würfel mit 2W20, zähle die zusammen und gucke, ob ich drüber oder drunter bin. Wenn ich drunter bin oder gleich, ist alles gut. Hier, ich habe es geschafft. Wenn ich drüber bin, ist es nicht so gut. Das beschleunigt die Sache so ein bisschen. Durch die Berechnung ist es aber immer noch, ich sag mal so, die 3W20 Probe hatte durchaus einen Vorteil. Die ist ein bisschen langsam, ganz ohne Frage, aber sie hat den Vorteil, sie greift drei Eigenschaften ab und ein Talent und verwurstet die so zusammen, dass man die mit einer Probe abrechnen kann. Das ist die Stärke von 3W20. Die 2W20 Probe ist so konzipiert, dass sie versucht, diese Vorteile abzunehmen, mitzunehmen, ohne den Nachteil der erträgen Probe zu erzeugen. Also der vielen Rechenschritte, die man da unter Umständen drin haben kann. Daher rechnet man normalerweise zwei im Vorfeld schon, also bevor man eigentlich spielt. Jedes Talent hat zwei Eigenschaften zugeordnet, die werden zusammengerechnet, geteilt, da kommt dann das Talent oben drauf. Da kommt man am Anfang normalerweise irgendwo zwischen 15 und 25 raus und das ist das, worauf ich würfel. Punkt. Ja, wenn ich Punkte über habe, kann ich noch gucken, wie gut ich es gemacht habe. Es gibt also ein Qualitätsstufensystem. Das brauche ich nicht immer. Manchmal kommt es ja wirklich nur darauf an, habe ich es auf die Reihe bekommen oder nicht. Aber wenn es wirklich wichtig ist, okay, wie gut war ich, kann man das auch durchaus ablesen. Da gibt es eine Mechanik hinter, die relativ einfach ist. Der Kampf läuft auch über 2W20 ab. Dafür habe ich die aktive Parade rausgeworfen. Auch da fallen ein paar taktische Optionen raus. Aber die Beschleunigung ist durchaus spürbar im Spiel. Und da ist ein bisschen mehr ein Augenmerk darauf hat, dass es ein bisschen flotter geht, ist das, glaube ich, verkraftbar. Wie gesagt, das Talentsystem ist etwas einfacher gehalten. Es ist ein bisschen wie DSA 3. Ja? Man hat ein Talent, würfelt darauf, Kekse gegessen. Es gibt ja keine Spezialisierung oder sowas, Berufsgeheimnisse und so. Ich kann verstehen, dass man das haben möchte. Für DSA macht das irgendwo Sinn. Für eine bestimmte Art von Spielstil, wenn man es ein bisschen kleiner und detailreicher mag, ist alles in Ordnung, bin ich absolut offen für. Für diese Fragestellung hat mir gereicht, es gibt ein Talentsystem, ich würfel darauf, fertig. Ja, so kann man immer noch aufbauen für sich selber, wenn man da Spaß dran hat, ist aber eigentlich für die Fragestellung erstmal nicht nötig. So, es gibt ein einiges System für Übernatürliches, das heißt, es gibt keine Trennung zwischen, wie schon gesagt, zwischen Geweihten und Zauberern oder irgendwie sowas, einfach weil das vom Hintergrund in diesem Fall einfach nicht existiert. Es gibt diese Ahnenkinder, die haben entsprechende Kräfte, wie Zauber oder Liturgien funktionieren. Das heißt, die würfeln eine Probe, gucken, habe ich es gut gemacht, habe ich schlecht gemacht, gehe ein paar Punkte aus, Kekse gegessen. Ja, auch da mechanisch hinlänglich bekannt. Vom Hintergrund her ist die Frage einfach nicht da, deswegen brauchen wir auch mal ein System, das ist ganz angenehm. Also erstmal die klassische Frage, ist DSK überhaupt Aventurien? Klar, ganz klare, beinharte Antwort ist jein. Ja, das kann ich definitiv sagen, jein. Und zwar, um was verkürzt zu sagen, ist so eine Art Einbahnstraße. Der Hintergrund von DSK lehnt sich sehr stark an Aventurien an. Wenn wir Arvena zum Beispiel haben, jetzt kommt die Arvena-Erweiterung raus demnächst, die mit Alvernia und so. Ich weiß nicht wann, muss man mich nicht fragen, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Dann wird das, was da beschrieben wird, auch relevant sein für DSK. Das heißt, wenn da ein Haus beschrieben ist, wird dieses Haus auch in DSK existieren. Wenn eine Person lebt, wird die da vermutlich auch leben. Die wird nicht großartig beschrieben, weil die irrelevant ist für die Katzen. Aber die ist durchaus thematisch relevant. Sollte ein Großbrand halb Havina niederfackeln, dann wird das auch bei DSK geschehen. Auf der anderen Seite kann, muss aber nicht DSK nach DSA übernommen werden. Es wird nicht vermutlich zumindest nicht passieren, dass jetzt überall kleine Katzen durch die Gegend springen, die reden können. Also nicht mehr als vorher. Ja, ich meine, es gab Tierkönige und Biestinger und Feen und whatever Möglichkeiten von sprechenden Katzen. Ja, von daher ist das jetzt nicht völlig neu, aber in der Form, wie wir bei DSK haben, wird das nicht explizit in DSA-Büchern genannt werden. Es kann sein, dass, was ich, wenn in einem Abenteuer oder in einer Kampagne am Ende in einem heldenhaften Kampf gegen einen großen Oktopus ein Haus abbrennt in Havena. Kann es sein, dass im aventurischen Boten am Rande steht, ja, hier ist ein Haus abgebrannt, Brand, vermutlich Brandstiftung. Da wird nicht drin stehen, da waren Katzen drin, die haben einen Oktopus umgebracht. Ja, weil das werden die Menschen auch gar nicht mitbekommen, also die den aventurischen Boten schreiben, zu sagen. Aber solche
ich sag mal, Details, ja, die nicht auf dieses Thema hindeuten oder die nicht klar sagen, ja, da waren diese Katzen und die haben da sich ja mit Messern und das war ganz übel und überall Blut. Ja, das eben ist nicht das Thema, aber wenn solche Randinformationen können mal rüberschwappen. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. Das heißt, für Leute, die sagen, ich möchte das gerne bei meinem Aventurin drin haben, ist es überhaupt kein Problem. Ich kann die Sachen, die in DSK publiziert werden, einfach verwenden. Die sagen, oh mein Gott, nee, bloß nicht, ja. Also nicht in meinem Hinterhof. Müssen sich aber keine Sorgen machen, dass das obligatorisch ist. In der Form, dass es eins zu eins übernommen wird, wird das nicht stattfinden. Weil ich die Sorge nachvollziehen kann, so ist es nicht. Es gibt durchaus, ich meine, ich kenne das ja, ich bin lange in diesem Bereich drin, dass mir klar ist, dass das für viele das ein sehr wichtiger Punkt ist und dass man da nicht einfach irgendwelche Sachen reinschmeißen möchte. Alles in Ordnung. Daher die Frage, ist DSK regelseitig kompatibel zu DSA 5? Da eher ein Nein als Jein. Wie gesagt, also die Regeln lehnen sich an, aber die haben halt auch einen anderen Fokus. Ja, also wenn eine Katze Körperkraft 14 hat, ist es eine für eine Katzenverhältnisse relativ kräftige Katze. Ja, wenn die bei DSA 5 Körperkraft 14 hätte, dann wäre die echt groß. Ja, weil die dann in Relation zu einem sehr starken Menschen kräftig wäre. Ja, von daher liegt quasi der Wertefokus auf einem anderen Punkt. Wäre auch anders gar nicht zu machen. Ja, von daher, man kann sicherlich Regelelemente, wenn man da Spreu dran hat, sagen, ich wollte schon immer mal eine 2W20-Probe bei DSA 5 haben, warum auch nicht, kann man diese Regelmechanik relativ einfach übernehmen. Die Wertebereiche sind auch gleich. Das heißt, es ist immer noch Eigenschaften von 8 bis 14, Talente von 0 bis 20. Also das ist durchaus alles übernehmbar, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen. Aber es ist halt nicht vorrangiges Ziel, dass das kompatibel ist. Man kann natürlich immer noch überlegen, okay, wir können zum Beispiel ein Abenteuer machen mit zwei Gruppen. Ja, also eine die Spielergruppe, die hat eine Heldengruppe, die als Menschen in Havena unterwegs sind, irgendwas machen. Die haben diese Katzenheldengruppe, die auch in Havena ist, unterwegs sind, irgendwas machen. Und dann wechseln die sich ab zeitlich. Also dann spielt man mal die Menschen, dann stolpern die über die Produkte dessen, was die Katzen getrieben haben, umgekehrt. Habe ich schon mal gemacht mit Fionns Flüstern, das ist eigentlich ganz witzig. Ist eine Timingfrage, das ist schon nicht ganz einfach, aber das ist schon sehr spaßig zu spielen, wenn man feststellt, was man da wieder für seine andere Gruppe gerade wieder für ein Loch gegraben hat, wo man reinfällt. Gut, das ist genau. Ich war wieder schneller als man. Kann man Menschen und Katzen zusammenspielen, deswegen oh, muss man halt dann improvisieren unter Umständen. Wann kommt DSK raus? Schauen wir mal, ne? Also ich bin momentan ein bisschen sagen wir mal so, ich mache es in meiner Freizeit, also Wochenende wenn man mal Urlaub hat oder abends mal ein paar Stunden. Daher ist das mit der Termin nicht immer so eine Sache. Aber ich bin relativ weit schon. Das heißt, wir sind so weit, dass ich hier Proberunden anbieten kann. Ja, also die Mechanik steht soweit eigentlich größtenteils. Von den reinen Regeln fehlen noch die Zerzalskinder und die Rondra-Kinder, die müssen noch gemacht werden. Das ist aber einfach nur quasi Zauberbauen sozusagen. Am Ende kommt das Balancing nochmal drüber gezogen. Das ist wieder nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Aber rein regelmechanisch ist das zu 80% da, sag ich mal. Beim Hintergrund habe ich jetzt Hilfe bekommen von Carolina Möbis. Die ist morgen da, die ist heute nicht da. Die mir so ein bisschen bei Havena unter die Arme greift. Da stehen zwar auch schon so eine ganze Latte von Ideen und Konzepten, aber die müssen ja auch schön runtergeschrieben werden. Die müssen auch schön solide sein, muss auch alles miteinander funktionieren. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Von daher mein aktueller Tipp: Es wird vermutlich dieses Jahr einen Kickstarter dazu geben. Wann genau, gucken wir mal. Ich schätze mal irgendwann Mitte des Jahres. Aber es ist halt dann auch wirklich abhängig davon, ob ich nicht die Treppe runterfalle oder sowas. Ja, dann wird es wieder ein bisschen eng. Da steckt man halt nicht drin. Aber ich hoffe mal, dass wir das Grundregelwerk dieses Jahr rauskriegen. Ende des Jahres, wenn es gut läuft. Also ich werde jetzt kein definitives Datum nennen, weil das werde ich nicht halten können. Punkt. Also das kenne ich ja. Wer kennt die Branche nicht? Ja, deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück. Welchen Umfang wird es haben? Hatte ich schon mal angesprochen. Es wird ein Grundregelwerk geben. Es ist nicht allumfassend, aber es umfasst alles, was ich brauche, um in Havena das zu spielen, was ich beschrieben habe. Ja, das heißt, da werden die Regeln drin sein, da werden die Professionen drin sein. Da wird eine Hintergrundbeschreibung drin sein von 60, 70 Seiten, vielleicht auch 50, ich habe keine Ahnung, mal gucken, wie viel wir brauchen. Insgesamt ist so ein Plan 250 Seiten DIN A4. Vielleicht, wenn es DIN A5 wird, da sind wir noch in Diskussion, wird es entsprechend dicker, müssen wir mal gucken.
Da ist alles Wichtige drin, was ich brauche. Im Rahmen des Kickstarters gibt es mit Sicherheit noch zusätzliche Abenteuer, vielleicht noch einen kleinen Erweiterungsband, mal schauen. Wenn ich Zeit habe und man mich von der Kette lässt, dann sehe ich viel Platz für allen möglichen anderen Unfug. Ich sage nur, der schwarze Hund. Ja, also man kann das System natürlich auch entsprechend umarbeiten, dass es auch, man auch Hunde spielen kann. Ja, tatsächlich ist auch die Idee eine Erweiterung so eher so dörflich mit Hunden, eine eher so Wald und Wiese, ja, mit Füchsen und Wieseln und Eulen und was noch immer memefähig ist an Tieren, ja, kann man auch spielen, das sehe ich überhaupt kein Problem drin. Das ist auch alles schon so ein bisschen angelegt, ja, also es gibt auch NSCs, die keine Katzen sind. Ja, von daher, das läuft. Aber das ist halt Zukunftsmusik. Ja, das ist halt momentan hängt das alles sehr stark an meiner Person, muss man einfach so sagen. Und man hat auch noch andere Dinge zu tun. Ich muss noch eine Dissertation schreiben irgendwie, das wäre auch mal ganz schön. Von daher muss man da einfach Prioritäten setzen. Aber vielleicht begeistert sich ja der eine oder andere Autor dann doch, zu sagen, ja, geil, mache ich jetzt auch. Bin ich sehr offen. Also ich freue mich ja, wenn jemand das aufnimmt. Gut, von meiner Seite aus heißt es damit dann, vielen Dank. Das war das so im Groben zu Die schwarze Katze. Thank you.